Nachdem wir unser neues Dokument erstellt haben, wollen wir auf der Musterseite eine automatische Seitennummerierung einstellen. Sollte das Fenster Seiten nicht angezeigt werden, klicken wir hier oben auf Fenster Seiten. Hier rechts erscheint dann dieses Fenster. Mit einem Doppelklick auf die Musterseite gelangen wir nun auf die Anzeige der Musterseite. Objekte, die auf einer Musterseite sind, erscheinen auf allen Seiten, für die die Musterseite angewendet wird. Musterseiten enthalten meistens Logos, Seitenanzahl, Kopf- und Fußzeilen. Für eine automatische Seitennummerierung wählen wir links das Textwerkzeug aus. Mit gedrückter Maustaste ziehen wir nun ein Textfeld auf. Jetzt klicken wir in der Menüleiste auf Schrift, Sonderzeichen einfügen, Marken, aktuelle Seitenanzahl. Nun erscheint als Platzhalter dieses A. Wir können es mit einer bestimmten Schrift formatieren und auch mit einer Schriftgröße. Um auch auf der rechten Seite eine Seitennummerierung zu erhalten, kopieren wir dieses Fenster mit rechter Maus kopieren oder Steuerung C. Um es zu platzieren, klicken wir wieder rechte Maus einfügen oder Steuerung V. Jetzt kann ich es hier an den rechten unteren Rand setzen. Ebenfalls kann ich noch die Ausrichtung auf rechtsbündig ändern. Wenn wir jetzt in die Normalansicht gehen, sehen wir hier unsere Seitennummerierung. Dies funktioniert natürlich auch mit den Spalten. In der Musterseitenanzeige klicke ich auf Layout, Ränder und Spalten, wähle hier zwei Spalten aus mit einem Abstand von 4 mm. Da sich auf der ersten Seite normalerweise keine Seitennummerierung befindet, löschen wir sie. In der Normalansicht klicken wir mit STRG SHIFT auf das Textfeld. Jetzt können wir das von der Musterseite übernommene Element einzeln bearbeiten oder löschen.